Christianes Oberlieder in Mittelfranken, gleich um die Ecke von der mittelfränkischen Regierungshauptstadt Ansbach, nämlich in Winsbach, bei TSV Winsbach, groß im Bild. Tobias Ehret, letzte Saison mit erfolgreich aufgestiegen in die dritte Bundesliga, hat er den mittleren Bargreuz gespielt und ist dann gewechselt zum TSV Winsbach, die neue Nummer 1 hier. Und ein Leckerle, ein Leckerbissen für Fans, für Tischtennishistoriker, ihm gegenüber der Altmeister. Das ist jetzt überhaupt nicht respektierlich gemeint, denn er hat sein erstes Spiel hier natürlich wieder souverän gewonnen. Andrasch Podbinka, in Ungarn geboren, hat aber dann in seinen besten Zeiten für die Nationalmannschaft in Belgien gespielt, und zwar an der Seite des großen Jean-Michel Seff. War mit dem im Team Vize-Weltmeister und bei der Einzelweltmeisterschaft 1993 im schwedischen Göteborg. Da ist er knapp an der Sensation vorbei geschrubbt. Unter den letzten 8 spielte er gegen einen gewissen Jean-Philippe Gassien, den Linkshänder aus Frankreich, hat das ganz hauchdünn und knapp nur verloren. Und wie wir alle wissen, Jean-Philippe Gassien stand im Endspiel gegen Jean-Michel Seff und hat dieses Spiel gewonnen. Also nur knapp gegen den Weltmeister von 93. Bei dieser WM ausgestiegen, Andrasch Podbinka. Dennis Benisch vom TSV Winsbach. Ohne dass ich ihm zu nahe treten will, war da ein bisschen überfordert im ersten Einzel gegen Podbinka. Mal sehen, wie sich Tobias Ehret schlägt. Podbinka war ja dann auch, ich glaube, vor 6-7 Jahren noch ein paar Jahre in der zweiten Bundesliga beim TV Hildburstein. Und jetzt spielt er für Fürstenfeldbruck. Thank you.
Klare Sache, also dieser erste Satz von Andras Popinga gegen Tobias Erritt. Da geht überhaupt nur was über ganz kurze Aufschläge. Jeder lange schlägt sofort ein. Das ist halt das Händchen vom Andras. 1-0 und 0-0 Aufschlag Popinga, zweiter Satz.
sonst von der Viele war es direkt. Oh!
Ja,